So, es geht wieder weiter mit Let's Play Day of the Tentacle. Hi, ich bin Laverne, Medizinstudentin. Ja, keine Antwort ist auch eine Antwort. Nun, sein Grinsen kann man vergessen. Absolut kein Lachen. Und er ist einfach toll. Verdammt gut für eine Mumie. Ja, was machen wir denn da? Hey, wann beurteilt ihr das Genau. beste Haar? Ach, schon gut. Flop, 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 Flop-Geräusch. Gehen wir es der Blonden. Warum? Sie hat mir gewunken. Das reicht. Ja, wie man sieht, so gewinnen wir schon mal nicht mit der Mumie. Weil er sieht einfach nach nichts aus. Er hat kein Grinsen, er hat keine Haare, er hat kein Lachen. Er hat gar nichts. Das Grinsen kriegen wir schön auf sein Gesicht, wenn wir die Prothese. Zick. Gut, die Haare, schön die wabbeligen Nudeln. Ja, gut. Und die Lache, einen Lachkasten in seine Jacke stecken. Da-da-da. Aber die Haare sehen auch irgendwie noch nicht so toll aus, deswegen müssen wir die Haare mit der Gabel stylen. Zick. Ih, was ist das denn? Uah. Geht, 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 geht. Okay, jetzt ist es perfekt. Jetzt nochmal. Schaut euch die Haare doch noch einmal an. Ach, schon gut. Ach, schon gut. Schauen wir ja, schauen wir ja. Boah, das sind die besten Haare, die ich hier an der Mumie gesehen habe. Dick und voll und saftig. Die Mumie gewinnt. Einverstanden. Glück gewonnen. Wann wird denn Ja, endlich über das jetzt gehen schönste wir alles Grinsen durch und dann gewinnen wir. geurteilt? Ach, schon gut. Ich mag den ruhigen Typ mit den großen Zähnen. Es steht nichts in den Regeln, dass sie weiß sein müssen. Der erste Platz geht an die Mumie. Einverstanden. Ja. Ein schönes, gelbes Lächeln. So hat man das doch gern. Ist jetzt mal bald das beste Lachen dran? Ach, schon gut. Der macht das ja richtig Spaß. Okay, wer weiß den Witz? Ich komme gerade aus Deutschland. Da habe ich einen Berliner getroffen und ich fragte ihn, mit oder ohne Füllung. Ein Klassiker! Ist schon toll, wie die Mumie das macht, ohne die Lippen zu bewegen. Ich sage, sie bekommt den ersten Platz. Einverstanden. Nun, das macht die Mumie zum Gewinner. Glückwunsch! Sie ist noch sehr gut erhalten. Ich vermisse das Lachen. Es ist Zeit, die Gewinne zu verteilen. Wir müssen bis Dienstag in Baltimore sein. Jo, unsere Arbeit hier ist getan. Wow. Exzellent. Schön. Oder so ähnlich. Nun, Ted, hier trennen sich unsere Wege. Du hast bei der Rettung der Menschheit geholfen. Und das, obwohl du schon seit Tausenden von Jahren tot bist. Ich glaube, du bist mein liebster Edison. Oh. Essen für zwei im Tentakelclub. Mist, nur für Tentakel. Nur für Tentakel. Was will ich denn damit? Oh. Oh. Eine Trophäe. Schöne Uhr. Schöne Uhr. Ja, das ist eine wertvolle Antiquität. Ich würde sie dir ja zeigen, aber ich muss im Moment drauf aufpassen. Niemand nähert sich ihr, solange ich hier bin. Ist hier schon mal jemand entkommen?
Einige versuchen es, aber ich bringe sie wieder zurück. Das ist meine Hauptaufgabe und ich nehme sie sehr ernst. Ich kriege sie immer, egal wie lange das dauert. Einmal habe ich einen 6 Tage lang gejagt. Es ging quer durch die Täler bis hoch auf die Berge, da im Westen. Du kannst dir nicht vorstellen, was ich essen musste, um zu überleben. Krautsalat? Gütiger Himmel! Könnte ich bitte die Uhr anfassen? Tut mir leid, nein. Niemand berührt die Uhr, solange ich Dienst habe. Oh, schade. Wir sehen uns. Tja, vielleicht kann ich dir noch mehr meiner Geschichten erzählen. Wir geben ihn mal... Ich bin gerade nicht sicher. Würdest du gerne? Ich habe schon alles, danke. Oh, schade. Aber hast du auch so einen schönen Trophäe? Würdest du gerne? Ich habe schon alles, nein. Danke. Na, dann leck mich. Christoph mich. Hey, Süße. Was bringt so ein heißes Tentakelbabe wie dich an einen Ort wie diesen? Ich suche nach einem Tier. Tut mir leid, Süße. Du bist am falschen Ort. Diese 3 Menschen sind Problemfälle. Untrainierbar, ungehorsam, ziemlich daneben. Er ist nur neidisch, weil wir 2 Daumen haben. Irgendwann werdet ihr die Tentakel als eure Herren akzeptieren. Ha! Ihr Verlierer könnt ja nicht mal Dreirad fahren. Siehst du, warum sie niemand als Tiere haben will?